Hey ho, nächste Runde in unserer Pfingstgrillerei. Was machen wir in dieser Runde? Erst einmal noch verdauen und dann legen wir los. Wir machen, ja, das sieht man jetzt nicht, doch, man sieht es glaube ich vielleicht sogar fast, ein Stück Entrecot. Und dann gibt es die Raspatat-Pommes vom Taki. Und das, was ich alles hergerichtet habe, schauen wir uns jetzt da direkt an. Hier haben wir unser Stück Entrecot. Da war ich ja mit den Mädels hier draußen beschäftigt. Die habe ich dabei bespaßt. Und die Herren waren drin und haben dieses wunderbare Entrecot-Stück einfach schon gewürzt mit einem Rapp. Da fragen wir sie aber nachher selber dazu. Dann natürlich die Friteuse für die Pommes. Ein Messbecher wird noch aufgefüllt. Dann haben wir hier von Tupper diese geile Presse. Also, die habe ich mir damals selber gekauft. Da haben wir ja schon Kroketten mit dem Teil gemacht. Und dieses Mal habe ich die kleinen Einsätze drin. Und ja, das Ding halt hier, dass man nachher, wie es der Taki so schön sagt, die Pommes schön abschnubbeln können. Natürlich zu guter Letzt hier drüben noch eine Küchenwaage, weil wir machen jetzt heute nicht den kompletten Beutel hier, sondern nur die Hälfte und gucken dann, ob das uns ausreicht. Ansonsten kann man die andere Hälfte immer noch machen. Ja, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Taki für das Raspatat-Set. Exklusiv für mich, hat er geschrieben. Und ja, dann schnuppeln wir die Pommes. Gut. Ja, wenn wir dann endgültig loslegen, hole ich euch wieder dazu. Leute, jetzt hätte ich fast das Wichtigste vergessen, damit es ja auch wirklich Takis Raspatat-Pommes werden, haben wir natürlich auch noch die flotte Fritte von ihm. Das muss einfach sein. Genau. Es wäre dann soweit, dass wir das Fleisch drauf wuchten. Und jetzt darf ich einen von den beiden Herrschaften herbitten, wo das Fleisch gewürzt haben. Die dürfen es nämlich jetzt auch auf den Grill drauf schmeißen. Die haben schon angefeuert. René, mit was hast denn du das überhaupt gewürzt hier? Tja, gewürzt haben wir das Stückchen Fleisch, das vom argentinischen Rind ist. Mit Senf und den Kansas von Philips. Ah ja, okay. Den man ja leider momentan nicht kaufen kann. Aber ich habe ja noch meine Vorräte. Gut, dass ich dieses Mal nicht sagen brauche, wenn ich den erwische, der das eingepackt hat. Jo, dann mache ich dir mal den Grill hier auf. Darf Platz nehmen. Mach einfach Klatsch. Ganz genau. Und Geschichte. Jo. Deckel zu. Grillen. Anderthalb Stunden? Ja, sowas, bis gewünschte Kerntemperatur erreicht ist. Und für die Raspatat-Pommes hat sich Carina bereit erklärt, den Teig anzurühren und die zu machen. Schön. René, machst du wieder für dein eigenes Video? Ein wenig. Das geht nicht. Guck mal. Mmh. Also das Schöne an so ein Stückchen Fleisch, man kann sich in Ruhe eine halbe Stunde auf die Couch legen und pennen, was ich auch gemacht habe. Und jetzt fangen wir dann mal hier an mit dem. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie das Zeug heißt. Raspatat-Pommes, genau. Ich hole das Wässerchen, tue das halbe Kilo abwiegen. Bei 1 Kilo ist es und dann können wir loslegen. Wie viel? Verdammte Axt, Leute. Ich habe jetzt hier das schön abgewogen. 500 Gramm. Der hat auch noch 500 Gramm. Und ja, Videokamera vergessen einzuschalten. Egal. Das rühren wir jetzt erst einmal mit Wasser an.
800 bis 900 Milliliter. Und dann sehen wir, ob das was taugt. Und ja, wer das jetzt auch immer macht. Schatz schimpft schon wieder. Pulver in Flüssigkeit reinschütten und nicht andersrum. Aber die Mädels haben bestimmt recht. Dann machen wir das so. Hab ich jetzt was Falsches gesagt? Nein. Nicht alles auf einmal. Also ich hätte vielleicht 100 Milliliter zurückbehalten und dann zur Not noch nachgekippt. So, jetzt hat man lang genug rumgekitzelt. So, jetzt wollen wir das machen. Ja, wenn die Mädels so schlau sind, dann bin ich das auch. Die Pommes einrühren, sagt der René im Hintergrund. Die Pommes einrühren, die aus Kartoffelpulver sind. Oh, es wird schon dick. Es wird Wasser, schon dicker. Ei. Also doch noch das ganze dick. Wasser rein. Ja, es wird dick. Gut. Okay. So Leute, der Teig ist an. Was ist das? Könntest du das sehen? Also das mit dem Taki, mit seinen Sachen, das qualmt und raucht alles. Was ist das? Taki! Da! Komisch, echt komisch. Nee. Naja, anzünden tun wir jetzt sicherheitshalber nicht. Wir machen jetzt einfach unsere Pommes und hoffen, dass uns das in der Fritteuse nicht explodiert. Die Mädels machen hier schon wieder eine Wissenschaft draus. Haut doch jetzt einfach den Teig da rein. Also. Dann lass mal unsere Maschine befüllen. Ja, gut. So. Jetzt ziehen wir das Ding hier rüber. Mhm. Ist der unten frei beweglich? Ja, sollte. Dass der nirgends anstehen kann. So, dann ziehen wir den hier erstmal auf die Seite. Und dann kannst du mal einfach drauf drücken. Und wenn alles glatt geht. Es kommt. Wie es kommt. Es kommt. Das hört sich jetzt aber ziemlich versaut an. Ja. Es geht, es geht. Drücke. Hau ruck. Ja, weiter schnubbeln. Warte, ich schnubbel weiter. Ach, also die Dinger sind jetzt etwas dicker. Ja, warte. Das ist gar nicht so einfach. Leider Gottes, da war sogar nicht Schnuppeln brauchen. Mhm. Die brechen schon. Das geht schon von alleine auseinander. Ja. Da braucht man auch ganz schön Kraft. Tja, das ist richtig herausfordernd. Ich hab gesagt, hauen wir noch ein bisschen mehr Wasser rein. Nein, der Teig ist gut. Also wir haben mega dicke Pommes. Jetzt wisst ihr, wo der Begriff herkommt. Metern. Gut einmal. Dann schnubbelt man das erste Mal hier ab. Zack. Und dann schnubbeln wir uns hier. Wohlgemerkt, wir müssen das schnubbeln. So wie Taki das macht. Schnubbeln das hier noch durch. Und dann haben wir hier unsere erste Ladung Pommes. Und bevor mir Carina jetzt dann zusammenbricht, werde ich die nächste Portion durchdrücken und tue die jetzt schnell auf ein Blechle. Nächste Runde. Also man braucht wirklich Kraft dazu. Vielleicht sollte man den Teig wirklich ja, etwas flüssiger anrühren. Dann wird es mit Sicherheit
besser gehen. Aber jetzt schnubbel ich die Pommes hier noch durch. Und in der nächsten Runde will das der René auch noch ausprobieren. Das Ganze ist wie ein kleines Bettchen. Wer macht den Rest? Und dann darf der René die nächste Ladung machen. René, du Gewaltigel! Was machst denn du hier für dicke Dinger? Ich hab's hingekriegt. Naja, Schatz, abschnubbeln. Oder geht noch ein bisschen? Ein bisschen geht noch, ein bisschen geht noch. Noch, 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 noch. Okay, einmal durchschnubbeln. Und dann auf Länge abschnubbeln. Wie viel haben wir denn? Ja, so immer bei dem Dicken. So, ja, so wie es du möchtest. Du kannst auch lange und kurze machen, wie im wahren Leben. Dünne und dicke. Ja, das haben wir jetzt. Das kringelt. Gut, da, schau die mal. Hinter. Nein, die sind gut so. Ah, nein. Ab aufs Blech. Mit zwei Händen nehmen, sonst liegen sie am Boden. Dankeschön. Jetzt muss bloß noch die Fritte warm werden. So, experimental wird hier jetzt doch noch ein klein bisschen Wasser hinzugefügt. Einfach um zu sehen, ob wir das dann leichter durch die Presse durchkriegen. Wird er schon leichter? Ja, es wird ein bisschen leichter jetzt. Gut. Aber ich würde sagen, die nächste Ladung machen wir dann extra. Das reicht. Warte, wir machen es gleich da rein. Ja. Was macht die Fritte? Ist sie immer noch nicht warm? Doch. Leuchtet der grüne schon? Nö, immer noch der rote. Doch. Oh. Ready. Ready to take off. Wollen wir unsere Pommes reinschmeißen? Ja. Entschuldigung. Steh doch mal daneben. Ja. Steh mal dahin. Hier und jetzt drück. Weil du machst ja so. Kein Wunder, dass du dann das ganze Stallage weh tut. Das geht einfacher jetzt. Also, definitiv. Leute, wenn ihr das macht, experimentiert raus, tut lieber einen Tropfen mehr Wasser rein und dann funktioniert das. Und jetzt ab in die Fritte! Während nebendran noch der Teig geschnubbelt wird, dann machen wir die Fritteuse auf und machen die ersten Pommes. Naja, könnte man auch anders nennen, diese Würstchen hier, aber schauen wir mal, ob es was wird. Hat jemand gestoppt? Wunderbar, denk wunderbar. Auf den Deckel. Ja, glaubst du, ich lang dahin, du Scherzkeks? In das heiße Fett. Kochendes Fett und ich soll dahin lang mit blanken Fingern. Ne. Wieso brodelt es so hoch? Wächst Wasser? Zu viel Wasser drin in den Pommes. Taki, das hast du uns nicht erzählt. Jetzt wissen wir auch, warum der Taki, wo er seine Raspatas-Pommes gemacht hat, die Fritteuse bloß von der Rückseite gezeigt hat. Taki, kann es sein? Naja, aber sie sehen schon mal etwas gelblicher aus, wie die Pommes. Mhm. Und gleich sind sie soweit. Ich bin ja jetzt echt gespannt, wie die schmecken. Also die ersten Pommes sind gleich fertig und Leute, hier funktioniert es mittlerweile hervorragend. Und dann kann man wieder abschnubbeln. Aber jetzt würde ich mal sagen, holen wir gleich unsere Pommes raus.
Ja, einen kleinen Augenblick noch, goldgelbe Farbe haben sie schon. Gut, das muss reichen. Ganz kurz abtropfen lassen. Ja, komm raus, du Feigling. René! Ja, hier ist er. Dein Einsatz. Das gute Taki-Pulver. Flotte Fritte. Hoffentlich diesmal ohne Qualm. Eine neue Chemie. Oder nicht? Schüttle mal. Gut. Na ja, komm. Das ist immer großzügig. Und probieren. Jo, dann wollen wir mal. Machen wir erstmal diesen Knacktest, ob der bei mir auch funktioniert. Ja, hat sich knusprig angehört. Schmecken lecker. Mm. Die flotte Fritte ist auch gut. Also ich würde sagen, geile Mini-Kroketten. So würde ich die jetzt definieren. Definitiv. Lecker. Der macht mein Video kaputt. Sonst mache ich doch den Grill auf und sag, fertig ist es. Was sagst du dazu? Es sieht lecker aus, sieht gut aus, schöne Farbe. Mm. Und ich denke mal, das werden wir uns richtig schön schmecken lassen. Jo, anschneiden, austeilen, essen und die zweite Ladung Pommes ist auch drin. Oder wie ich sagen würde, Mini-Kroketten. Ja, viel ist dann nicht mehr drin von der ersten Ladung. Wundert mich auch irgendwie gar nicht. Ihr habt euch heute alle gegen mich verschworen. Schneidest du jetzt gegen die Faser auf? Oder mit der Faser? Oder quer der Faser? Oder parallel der Faser? Also ich glaube, du schneidest nicht falsch rum auf. Oder auch nicht. Das ist so gedreht. Das ist so gedreht, das Fleisch, die Faser. Okay. Ja, und den werden wir uns jetzt gleich mit dem Mini-Kroketten-Pommes schmecken lassen. Nee, das ist richtig so, wie ich es aufgeschnitten habe. Okay, dann passt das. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Da ist die nächste Ladung. So, Leute. Herr René? Ja. Dann fangen wir doch mal mit den Entrecot an. Lecker. Hm? Sehr lecker. Lecker, lecker, lecker Entrecot. Und die Schnubbelpommes probiere ich jetzt mal mit Ketchup Mayo. Hat was. Anders als, definitiv anders als normale Pommes. Also in der Stärke schon fast wie Kroketten. Mini-Kroketten, aber sehr geil. Hm. Restliche Krautsalat von letztens. Naja, speisen wir und nachher machen wir dann wieder ein Komplettfazit. So Leute, jetzt probiere ich aber nochmal direkt den Krautsalat vom Taki, nochmal einen Tag später. Mhm. Also, ich muss sagen, einen Tag später. Schmeckt dann auch mal besser. Und jetzt machen wir hier noch mal einen Test. Patricia, nimm mal bitte das Feuerzeug. Hm? Mhm.
Jetzt guck mal noch, ob er immer noch brennt. Nein. Wahrscheinlich haben wir ihn einfach zu früh angezündet. Also, mir schmeckt heute der Krautsalat wesentlich besser als gestern. Den muss man wirklich lang genug durchziehen lassen. Da hat der Taki recht gehabt. Je länger der zieht, desto besser wird er. Mhm. So Leute, dann machen wir hier nochmal schnell das Fazit im Schnelldurchlauf. Nach mir kommen dann Patricia, Simone, Heiko, René, Carina und dann am Schluss mein Schatz. Ja. Okay. Bitte? Nix. Gut, Fleisch lecker, hervorragend, Würze super. Pommes zum Schnubbeln, auch lecker. Erinnere mich sehr an Kroketten. Als reinen Pommesersatz würde ich es nicht nehmen, aber zusätzlich ab und zu sehr gerne. Patricia. Was sauber, gibt's nichts auszusetzen. Weiter? War sehr lecker. Sehr gut. Spitze. Genial. Alles gesagt. Ja, typisch Schatzi. Okay, Leute, dann Mom ist noch fertig schnubbeln und wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Gucken wir mal, ob wir noch eine zusammenbringen oder nicht. Wer weiß. Leute, einen kleinen Nachtrag habe ich noch und zwar zu den Schnubbelteilen. Aus dem letzten Rest hat man hier so schöne Boller gemacht, also das, was in der Maschine drin war. Ja, also, heiß ist es, schmecken tut es auch, aber nicht so lecker, muss ich sagen, wie in der Pommesform. Die hätten jetzt noch ein bisschen gebraucht. Naja, egal, gegessen wird trotzdem. Bisschen Ketchup drauf, Mayo und Gutes. Also, jetzt aber endgültig, Tschaikowski. Sind sie gut? Ich würde, ja, oh ja.